Stufenaufstieg, die Form einer Fähigkeit gibt an, wie sich diese verhält. Rautenförmige Symbole stehen für aktive Fähigkeiten mit sofortigen Effekten. Sechseckige Symbole. Hey, das ist doch nicht wahr. Wie soll ich das denn euch vorlesen, wenn das Ding so schnell weg switcht? Der Tipp. Geiststoß. Also Geist. Die Magie des Geistes erschüttert Gegner bis ins Mark. Überwindet einen Teil ihrer Widerstandskräfte und wirkt feindlichen Magiern effektiv entgegen. Jetzt können wir zum Beispiel auf Geiststoß gehen. Magieband dort. Ihr bist Stufe 3, dann gehen wir aufs Geiststoß. Der Magier feuert einen Energiestoß ab, der im Ziel einschlägt. Andere Zauber mögen zwar mächtiger sein, dafür kann dieser mit enorm hoher Frequenz gewirkt werden. Geistschaden 19, bla 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 bla. Okay, dann klingen wir jetzt auf Geiststoß. Oder sollen wir das nicht nehmen? Ich kann auch nochmal zurückgehen, dann können wir nochmal gucken. Eisige Umarmung. Eis ist natürlich auch nicht ohne, ne? Was haben wir denn hier noch für Zauber alles? Ich klicke das jetzt einfach nur. Todessog. Todeswirbel. Geistesbeherrschung. Also ich finde, Geist passt ja schon ganz gut zum richtig bösen Magier. Elementarwaffen, Arcana-Schild. Nein, nicht so richtig evil. So richtig schön evil. Siegel der Lähmung. Das ist ja so ein bisschen naturverbunden hier. Ja, das passt ja schon mal gar nicht. Heldenhafte Aura und Aura der Tapferkeit. Sowas geht ja mal gar nicht als böser Schwarzmagier. Fluch des Todes, Fluch der Qualen, Fluch der Irreführung, Fluch der Ketten. Auch nicht schlecht. Schrecken. Verzweiflung. Schlaf. Koma. Entropische Wolke. Ah, ist natürlich aber auch jetzt eine schwere Entscheidung. Fluch des Todes. Ist ja fast cooler, ne? Veränderung. Können wir aber erst später skillen, insofern können wir uns direkt was anderem widmen. Urtümlich, können wir durchstarten. Steinforce, Kettenblitz. Ich glaube, Leute, wir fangen mal hier einfach mit Geistesmagie an und nehmen den Geiststoß. So, und da hätten wir, glaube ich, alles gemacht. Taktiken, was haben wir denn da? Ach, die guten alten Taktiken, die sind sehr, sehr effizient, wenn man sie ein bisschen beherrscht. Ich bin allerdings nicht mehr ganz drin. Ich müsste mich da nochmal reinlesen, weil das ist jetzt auch schon lange Zeit her, als ich das letzte Mal Dragon Age gespielt habe. So, Charakter, und jetzt klicken wir auf Weiterspielen, dann soll es doch weitergehen. Toter Flüchtling, Stab des freien Mannes, alles neben R. So, haben wir eine schöne Quick-Taste. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was die Jungs hier so dabei haben. Die Hörlocks, Verletzungsausrüstung. Kommt mir alles so bekannt vor. Man erinnert sich wieder leicht an die guten alten Verletzungsausrüstungen. Man hat sich immer mehr über Mana-Tränke oder Lebenstränke gefreut als diese Dinger. Aber naja, was will man machen? Mutter. Ich weiß nicht, ob wir das noch lange überleben können. Das weiß ich auch nicht, Mutter. So, kurz mal hier, weil wir gerade so viel schon gezockt haben, ein neuer Spielstand anlegen. So, und den nährverderbte Ödlande ist doch ganz passend. Moment. Wo gehen wir hin? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und anschließend? Wir können nicht einfach ziellos herumwandern. Wir müssen zusammenarbeiten, warum nicht eins nach dem anderen? Wir werden am Leben bleiben. Das ist das Einzige, was uns im Moment kümmern sollte. Wir könnten nach Kirkwall gehen. Wie bitte? Was wollen wir denn da? Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Zu den Wachen! Mal gucken wir doch mal, wie das Ding so ist. Oh! Diese Frau könnte uns noch was bringen. Ah, dreckiges Templerpack. Hast du Glück, dass dich diese Frau gerettet hat? Ihr bekommt ihn nicht! Sie bekommen dich nicht! Nicht solange ich lebe. Es geht los! Der Tanz beginnt.
So, da kommen die Feinde von vorne, wie wir oben dem Radar hier entnehmen können. Können wir hier wieder einen anwenden. Jo, der Geistesblitz. Beweg dich nicht, Wesley. Du machst es nur noch schlimmer. Keinen Schritt weiter, Abtrünniger. Ach, der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Erst die dunkle Brut und jetzt auch noch ein Templer. Ich dachte, sie seien alle aus Lothering abgezogen. Die Absichten der dunklen Brut sind klar. Doch ein Magier ist undurchschaubar. Der Orden verlangt... Wesley. Der Orden verlangt... Was ist los mit dir? Sie haben uns gerettet, Liebster. Der Erbauer wird es verstehen. Ja, natürlich. Ich bin Evelyn Vallon. Das ist mein Ehemann, Sir Wesley. Und wenn wir vor der Horde sicher sind, können wir uns immer noch hassen. Thema vertiefen. Da können wir das Thema noch vertiefen. Wie habt ihr die Horde überlebt? Eine Weile lang sah es so aus, als wären wir die Einzigen, die der dunklen Brut entkommen sind. Wir sind sie noch nicht los. Du hast Oster gar nicht gesehen. Das ist erst der Anfang. Ihr wart dort? Ja, ich erinnere mich. Dritte Kompanie unter Hauptmann Varel. Dann habt ihr ja gesehen, wie die ganze Armee besiegt wurde. Der Verrat hat uns besiegt, nicht die dunkle Brut. Ein Vorteil, den dieser Arm der Horde nicht haben wird. Er ist zahm für einen Magierjäger, hält er durch, wir müssen gehen. Haltet ihn einfach zurück. Ich behalte euch im Auge, Templer. Und ich euch. Ich bezweifle, dass einer von uns etwas anderes erwartet hätte. Für den Moment folgen wir euch. Der Norden ist abgeschnitten. Wir sind dem Hauptteil der Horde nur knapp entkommen. Dann sitzen wir in der Falle. Im Süden ist die Wildnis. Diesen Weg können wir nicht nehmen. Ich werde der Horde nicht direkt in die Arme laufen. Wir gehen nach Süden. Wir gehen nach Süden. Ja, wollen wir mal weitergehen hier? Erstmal gucken wieder, was haben die Hurlocks dabei für uns? Können wir auch mal kurz ins Inventar gehen. Rüste alle deine Gruppenmitglieder mit neuen Waffen, Rüstungen oder Accessoires aus. Verschiebe Gegenstände in die Kategorie... Ey, das kann doch keiner zu Ende lesen! Wie kurz sind denn hier die Spieltipps? Stab des freien Mannes. Abtrünnigenstab, 5 Schaden, Feuer, 7 pro Sekunde. Was haben wir hier? Ja, genau das gleiche, aber Kälte. Naja. Rotstahl, Aurum. Ja, die ändern, also es ändert wohl gar nichts. Wenn wir jetzt denen da noch was geben. Ah, die können Stufenaufstieg machen. Ich glaube, wer ist das denn da? Bethany, die Magierin. Attribute. Ich mache einfach einen Autostufenaufstieg bei denen. Und bei dem guten Carver, unserem Bruder. Unserem nichtsnützigen Bruder. Auch den Autostufenaufstieg. Zurück. Dann wollen wir mal weiterschauen. Jetzt fließt Blut! Ja, die Gegner hier scheinen noch recht leicht zu sein. So, jetzt gibt's auf die Mütze. Da müssen wir nicht groß taktisch vorgehen, die machen unsere Kollegen auch so platt, wenn wir die ein bisschen unterstützen. Noch zumindest. Ich denke mal, das ändert sich auch schon bald. Zerrissene Hose. Aber hier, nur schön Geistesstoß. Den Geiststoß, nicht den Geistblitz natürlich, aber ist ja fast das Gleiche. Haben die was dabei, die Hurlocks? Nein, aber wir haben 450 Erfahrungspunkte bekommen und das ist ja auch schon mal was Feines, ne? Also gut, geht mir einfach kurz zu. Mit dem Magier vorstürmen ist natürlich nicht das Cleverste unbedingt, was ich gerade mache.
Aber ich denke mal, die Gegner hier sind noch recht easy zu erledigen. Oder muss unser Sarazada mal in Deckung gehen? Yo! Wir sehen auch cool die Moves so. Mitten im Kampf mal Pause drücken. Da fliegt ein Pfeil. Hier ist gerade richtig schön Feuer im Spiel. Und diese Frau, die uns vielleicht noch nützlich sein kann. Eine Templerin, wie wir erfahren haben. Ein Magierjäger. Haut da gerade schön auf den Hörlock ein. Die Umgebung momentan recht linear gestaltet, aber das war schon immer so. Die Grafik ist auf jeden Fall eine Ecke besser als im ersten Teil. Da haben die doch nochmal einiges aufgebohrt. Aber mir fehlen jetzt die Zauber vom ersten Typen. Aber wir werden das überleben. Die automatischen Taktiken scheinen halbwegs gut eingestellt zu sein. So, jetzt nochmal alles einpacken hier. Heiltrank, sehr schön. Laden sich aber aktuell recht schnell wieder auch auf. So. Guck mal, was hier oben so rumliegt. Schutt. Ein Amulett. Plus 15 Angriff. Das behalten wir erstmal für mich. Also, der Sarazar behält das erstmal, weil wir sind ja raffgierig. Raffgierig. Was sollen wir denn mit diesem Gesocks teilen? Da teile ich nur, wenn die uns von Nutzen sein könnten. Gesocks. Er sieht schon ein bisschen hässlich aus, ne? Also ein bisschen hässlich ist er schon. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob ich mit der Schnauze zufrieden bin, aber ich wollte euch jetzt auch nicht Ewigkeiten langweilen. Wir kriegen den schon auch böse hin. Mit ein bisschen Totenkopfmasken und was weiß ich was. Ich meine, Sido sieht ja auch nicht so böse aus in Wirklichkeit, ne? Wie man am Anfang von ihm gedacht hat. Alle bereit? Ich bin's. Alle bereit? Ich bin's. Stirb, Schüler der Gesandten. Stirb. So, und jetzt seid ihr dran. Hörlock, Armbrust schützen. So, da können wir wieder hier den Geiststoß anwenden. Yo. Zappalo. Ach, hier auch noch welche. Haben wir was dabei für uns? Jetzt hätte ich gerne nochmal diese magischen Bomben und Explosionen und... Oh ja! So, da brauchen wir gar keine Mana zu verschwenden eigentlich. Schon wieder eine Stufe aufgestiegen, oder was? Nee. Beeilung, bevor sie Zeit Doch. Haben, sich neu zu formieren. Wir müssen die Wildnis erreichen. Wir sollen also die Wildnis erreichen, bevor sie Zeit haben, sich neu zu formieren. Aber erstmal wieder schön hier den Stufenaufstieg absolvieren. Attribute. Magie. Ja, Magie haben wir doch schon jetzt recht hoch geskillt. Scheinbar geht das ein bisschen höher als im letzten Teil. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Klugheit, dann gehen wir mal auf Willenskraft nochmal. Vielleicht nochmal auf Magie. Ja. So. Müssen wir irgendwann auch mal unbedingt auf Konstitutions gehen. Geiststoß. Den haben wir ja bereits. Magiebannen. Geisthieb. Magiebannen. Der Magier wirkt den Zauber auf einen Bereich des Schlachtfeldes und unterbricht gegnerische Zauber, befreit die Gruppe von den Effekten feindlicher Magie und deaktiviert anhaltende magische Fähigkeiten von Gegnern. Sollte das heißen? Ah ja. Ich weiß ja nicht so recht, Leute. Eisige Umarmung. Ich meine, ich könnte ja auch mal hier einen anderen Bereich skillen. Man kann das ja so ein bisschen mixen. Veränderung können wir jetzt eh noch nicht. Doch, können wir jetzt. Schrecken. Der Verstand eines Gegners wird von grauenhaften Visionen geplagt, wodurch das Ziel betäubt wird. Ist natürlich auch nicht übel. Aber ich würde jetzt gerne mal was machen, was ein bisschen Wumms hat. Kettenblitz, Steinfaust. Das kommt wahrscheinlich erst später. Der Schrecken würde natürlich auch zu uns passen, wenn wir das ein bisschen kombinieren. Was haben wir denn hier noch für Zauber? Ja, ich glaube, so ein Eis- oder Feuerskillung wäre auch nicht verkehrt.